Moin, willkommen zurück, Farm Simulator. Es gibt nochmal jetzt kurz ein Video-Anfang oder Video-Ausschnitt. Schauen wir mal aus aktuellem Anlass sowieso. Heute ist der 16. Ja. Seit heute werden also im Prinzip Grundrechte beschnitten vom Staat. Ja, Stichwort neues Vereinsgesetz. Wenn ich weiß, worum es geht, ganz einfach. Die Bundesregierung oder das Innenministerium ist der Meinung, dass Rocker alles Kriminelle sind und dementsprechend darf man diese Symbolik und so weiter nicht tragen. Das ist nämlich dann schlecht, das sind verfassungsfeindliche Organisationen. Ah ja, so ist es also. Ja gut, da gibt es natürlich jetzt Gerichtsvorgehen dagegen. Das ist, upsala, was geht hier? Da werden mit Sicherheit Anwälte beauftragt oder sind schon beauftragt worden, nur jetzt halt im Moment. Ja, bin ja vorhin auch Moped gefahren. Normalerweise habe ich wenigstens irgendwo kleine Zeichen an mir dran. Ich bin ja nur Supporter, aber man sieht definitiv, wofür ich stehe. Wenn ich mit Moped unterwegs bin, ja, jetzt nicht mehr. Na, ich habe gesagt, lass mal lieber. Sind wir mal regelkonform. Man möchte zwar schon rebellisch sein, ja, aber das muss nicht sein in dem Fall, weil dann spielt man ja dem bloß in die Hände und gegen die Anwälte, die ja beauftragt sind und die ja eigentlich was tun sollen. Deswegen, hey, hau mal ab da, Junge. Deswegen halt erstmal schön brav sein. Ja. Das ist ein Schwachsinn, sondern das Gleiche. Ne? Die ganzen Biker, die beim Herne, in Herne, beim Schäden seiner Beerdigung, ja, hast du sogar deutlich gesehen, die haben sich alle dran gehalten. Weil man gesagt hat, das hat wahrscheinlich sonst keinen Sinn. Erstmal schön den braven Biedermann spielen. Weil es einfach nicht fetzt. So ein Blödsinn. Ne, ist verfassungswidrig, ganz einfach. Weil es eine Vorverurteilung. Man darf ja auch nicht hergehen und darf sagen, die Flüchtlinge sind alles Verbrecher, Terroristen und Frauenvergewaltiger. Das ist dasselbe Schuh. Und wenn hier irgendeiner der Zuschauer der Meinung ist, dass ich da jetzt falsch denke und dass ja wirklich die Rocker alle Verbrecher sind, dann würde ich sagen, wenn du mich abonniert hast, deabonniere mich lieber und lies weiter Bild-Zeitung, weil das ist dann dein Niveau. Dann bist du hier, glaube ich, ein bisschen verkehrt. Also trottelig bin ich leider nicht. Aber gut, das muss jeder selber wissen, wie man wenn es schön macht, bitte, dann kann man auch Bild-Zeitung lesen. Es muss so Leute geben, weil sonst wird die Zeitung ja nicht verkauft werden. Alles in Ordnung. Aber wenn man ehrliche oder vernünftige Berichterstattung will, dann wird es mittlerweile sowieso schwierig. Das ist natürlich auch klar. 95% der westlichen Medien mit Sicherheit kannst du wegschmeißen. Alles amerikanisch gesteuert oder von irgendeiner Partei. Unabhängige Berichterstattung gibt es nicht. Kannst du vergessen. Jede Tageszeitung ist von irgendeiner Partei gesteuert. In Coburg hat man es auch, da das Tageblatt und was, das ist mehr links, das ist eher SPD und die Presse ist einfach eher CDU, CSU, die ist eher schwarz. Total doof. Ja, da bin ich mal gespannt, was da dabei rauskommt. Ja, auf jeden Fall waren einige da. Was also immer so die Videos oder die Anfahrenden nur so sieht, ne, den Rest, den wird natürlich nicht aufgenommen, ist ja auch richtig so, gehört sich nicht. Schon allein für die Familie nicht. Die brauchen jetzt Kraft genug. Ich weiß nicht, ich kann mir das halt nicht vorstellen, weil ich werde wohl auch nie Kinder haben, von daher weiß ich nicht, wie das sein kann, das Kind zu verlieren oder was, aber das ist bestimmt toll. Ganz große Klasse. Und dann halt auch nicht mal Unfall oder was, sondern so ein dummes Schwein. Was der Meinung ist, ich weiß nicht, was man dafür denkt, was man da denken muss, wenn man da jemanden umbringt, keine Ahnung. Doof wie Seuche. Jo, da war ich heute relativ nackig unterwegs. Hey! Ach so, es speichert gerade. 5 Minuten sind um. Klar, er hat vorhin schon gespeichert, jetzt ist eben der nächste. Ja, ach naja, wenn ein bisschen was liegen bleibt, ist auch nicht so schlimm. Vielleicht fahren wir nachher noch eine Runde. Ich krieg sowieso nicht alles mit, würde ich sagen. Ich bin gleich voll hier. Ja, dann machen wir nochmal eine schöne große Heuernte. Dann habe ich nämlich da einen guten Vorrat. Weil im Moment habe ich ja das Farmsilo sowieso noch nicht voll, weil da gehen 200.000 rein. Ich habe da wahrscheinlich so, keine Ahnung, wie viel waren drin? 50.000? Nee, war mehr. Ich hab irgendwie um die 70.000, 72.000 oder was aufgelesen.
und habe davon vielleicht, ja, keine Ahnung, 5000 oder was in den Futtertrog. Also ich hatte noch, auf jeden Fall war es definitiv über 65.000, was ich noch in dem Ladewagen hatte und reingeballert habe, oder? Wir können ja schauen. Ist doch ganz einfach. Ja, es war mehr, das waren 80.000 wahrscheinlich, was ich rausgeholt habe. Es sind 76.000 drin. Aber nichtsdestotrotz können wir da natürlich mehr gebrauchen. Da bin ich echt noch gespannt, was das für Aktionen werden. So ein Blödsinn. Einfach mal schön alle über einen Kamm scheren. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, beim Bund sind alle rechts und der Feuerwehrleute sind alle Brandstifter, die Freiwilligen. Ja, das sind dann Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das ist alles dasselbe Stiefel. Das ist eine Vorverurteilung. Das ist nicht zulässig. Fällt aus wegen ist nicht. So, jetzt fahren wir erstmal das weg und dann holen wir den Rest. Ist nochmal, ja, nicht viel. Vielleicht werden wir die restliche Ladung dann sogar irgendwo verkaufen. Einfach, es gibt zwar nichts, aber naja, bisschen passt dann schon. Naja. Nee, hast aber heute auch den ganzen Post auf Facebook gesehen. Man möchte sich bitte dran halten erstmal. Ja, ist ja auch ganz normal, es ist sinnvoll. Die Posts habe ich jetzt sowieso erst gesehen. Ich bin vorher losgefahren und gesagt, naja, mach's mal nichts ran. Mal keine Eskalation betreiben, das muss nicht sein. Wer wollen denn ja nicht den Anwälten noch in den Rücken fallen oder so, das muss einfach nicht sein. Ui, ja. So ein Blödsinn. Na, aber ernsthaft jetzt irgendwie der Meinung bin, dass ich irgendwie der Meinung ist, dass ich ja da dumm bin, wenn ich so und das glaube, dann würde ich sagen, ja, dann guck lieber nicht weiter auf dem Kanal, dann guck in die Bildzeitung, weil da bist du da richtig aufgehoben. Aber bei mir definitiv falsch. Ja, der Mais wird lange nicht fertig, wenn wir mal schauen, der ist jetzt erst auf der zweiten Stufe. Ich hoffe, dass heute noch, was haben wir jetzt? Pff, Zähne. Ich habe Zweifel, ob das bis 19 Uhr was wird, weil der ist in der letzten Wachstumsstufe, der Weizen. Na, mal gucken. Da. Der ist gleich fertig, aber reicht noch nicht ganz. Ja, der Mais, der ist ja erst in der zweiten. Und hier hätte ich auch gerne langsamer was hier, bei Feld 20, aber da geht noch gar nichts. Das ist jetzt busy blöd. Mal schauen. Aber gebockt hat es immer noch. Waren schon wieder einige unterwegs. Ja, es gibt viele Leute, die sowieso eine ganze Jahreszulassung wahrscheinlich haben. Und teilweise, wo ich in Laufersbrucker Gegend war, kam es da gar nicht mehr hinterher, mit hier die Hand wieder reinzutun. Meine Fresse, ey. Sehr günstig ist das dann immer in der Kurve. Ja, am besten noch eine unübersichtliche. Scheiße, tue ich die Hand jetzt raus oder nicht? Na, im Zweifelsfall besser nicht. Weil da ist vielleicht doch die Sicherheit wichtiger. Ja, war schon ganz spaßig. Lustige Zeit. Doch, doch. Ja, jetzt ab morgen wird es eh wieder schlechter. Das ist doof. Aber was soll's. Mal gucken. Es ist ja erst Saisonstart. Der Frühling hat, glaube ich, hat er kalendarisch überhaupt schon angefangen? Ich kann überlegen. Oder meteorologisch, wie ist das? Kalendarisch hat er angefangen, wahrscheinlich meteorologisch. Naja, weiß ich nicht. Aber ganz cool doch. Passt schon. Schauen wir mal. Jo, dann würde ich sagen, das mal als kleine Einleitung, ne? Stichwort MCs und so. Ja, also ich habe kein Problem mit denen. Mit keinem. Ich habe zwei, drei Leute, die tragen genau das gegenteilige Color wie ich. Die kommen aber, wenn auf Arbeit, wenn sie sehen, ich bin da, kommen sie zu mir. Lassen sich von mir bedienen. Warum? Naja, weil ich sie verstehe, ohne 10-mal nachzufragen. Weil ich ihnen nicht 5000 Sachen sonst was noch erzählen will. Aber es sonst einfach so von den gegenseitigen Interessen her passt. Man braucht sich nicht aufs Maul schlagen. Man braucht ja der Bild-Zeitung und diesen tollen Medien da kein Futter geben. Das sind alle Motorradfahrer. Ganz klar hast du schwarze Schafe. Natürlich, die hast du beim Bund auch. Die hast du in der Feuerwehr, du hast überall Arschlöcher. Aber es ist nicht die Regel, wie das die Regierung gerne glauben machen möchte. Und diese Polizeikräfte. Wieso stehen der da einfach? Ist der behindert? Was blockiert denn den? Hast du den Arsch offen? Wieso stehst du nur einfach auf der Straße? Hä?
Also manchmal, ne? Hatte ich vorhin auch im Wald wieder. Habe ich einen Baum gefällt und der ist blöd gefallen, ist auf die Straße gefallen, habe ihn weggeräumt, sind sie immer noch stehen geblieben. Erst eine halbe Stunde später sind sie weitergefahren, die Idioten. Was wird das jetzt hier? Und jetzt? Was blockiert dich denn, du Nase? Ah, sind die bekloppt. Die sind ja genauso bekloppt wie unser Innenministerium, ey. Irgendwas blockiert da. Aber das weiß, Fat Action, der Kartenbauer hier. Vielleicht mal sagen, ne? Na gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn irgendwas davon reif ist. Ich hoffe, dass der Weizen heute noch reif wird. Mal schauen. Wäre ganz geil. Und dann sehen wir weiter. Das kleine Einleitung mal, das Ding, was mir immer ein bisschen sauer aufgestoßen ist mit diesem sogenannten Vereinsgesetz. Das ist kein Vereinsgesetz, das ist ein Verbrechen an der Demokratie, aber naja, gut. Schauen wir mal, wie es läuft. Bin ich gespannt. Bis später. Da sind wir, Farmsimulator. Oder natürlich LS Landwirtschaftssimulator. Jo, der Weizen ist jetzt zuerst fertig geworden. Wir machen mit Strohablage. Ich brauche kein Stroh, aber wir können den. Ui, quietsch. Leder auf Leder klingt immer gut. Wir können den Komposter befüllen. Jetzt mache ich mir erstmal hier zwei Vorgewände, oben und unten. Und ich denke auch, ich werde den zweiten Drescher erholen, weil sonst dauert mir das zu lang. Dass der kleine Drescher das kleine abgeschnittene Stück da, wenn man jetzt von hier guckt, rechts macht, ne? Da. Zur Molkerei hin. Dass der sich darum kümmert. Und der große eben um die groß abgeschnittenen Flächen. Schauen wir mal, was das wird. Naja, die Zeitungen heute wieder. Ach ja. Verfeindete Rocker-Clans trauern gemeinsam um Jaden. Sowas wieder, verfeindete Rocker-Clans. Ja. Ach ja, diese Bild-Zeitungsberichterstattung, die ist eine wahre Pracht. Echt wahr. Das Schlimme ist ja, es ist ja nicht die Bild-Zeitung, es sind eben alle gewesen, also was ich bis jetzt so gelesen habe. Sehr fürchterlicher Humbug, den die da rumschreiben. Ey! Blöd, Mann. Anders fahren. Ja, das ist schon echt witzig. Nicht. Aber gut, was soll's. Ich meine, die Leute wollen es ja so. Die sind ja alle so. Bei meinen Zockerkollegen ja auch. Ist ja genau dasselbe. Total brothol in der Beziehung. Ey, hast gerade gespeichert, ne? So, jetzt können wir aber eigentlich hier den Helfer bis drüben einstellen. Hä, bist du blöd? Bist du zu weit weg oder was? Was ist denn dein Problem? Du sollst hier das Ding dreschen. Bist du doof im Kopf? Aha, geh doch. So ein Spasti. Okay. Gut, jetzt drischt der darüber. In der Zeit holen wir uns jetzt mal den hier. Heben natürlich erstmal das Schneidwerk. Ist das überhaupt aufgeklappt? Ach, das muss man hier nicht aufklappen, wa? Upsala, sorry. So. Na gut. Dann geht der jetzt auch noch rüber. Dann macht er nämlich das kleine Stück. Weil sonst wird es ein wenig viel für den einen Glas, den ich habe. Ich brauche definitiv einen zweiten Glas. Ich möchte aber erst das Feld 4 noch kaufen und dann kaufe ich mir einen zweiten Glas. Dass wir zwei große Drescher haben. Weil so, kriegst du ja junge Hunde, du wirst ja echt dumm. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der nicht gleich schon fertig ist und ich zu spät da bin. Ja, das sieht ganz gut aus eigentlich. Der ist noch nicht ganz da. Komm, 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 zufahren. Ah, der ist halt so lahm, ne? Der fährt nur 30. Der Klaas ist schneller, der ist 40 gefahren oder was. Ja. Na, da bin ich mal gespannt, was das jetzt noch wird. Erstmal diese tollen Diskussionen und dann natürlich auch, wie das sich generell weiterentwickeln wird.
So, jetzt bitte Helfer raus. Jetzt haben wir nämlich das Ganze unten weiter. Allerdings sollten wir das vor vielleicht einmal kurz ausleeren, weil ich sehe, das wird ganz schön viel. Dann müssen wir uns mal einen schnellen Schlepper holen und laden den kurz ab. Der ist ja schon bei, ja, ich wollte gerade sagen 70%, nicht ganz, aber er hat schon einiges da. Cool. Das heißt hier einmal den. Ach! Gestern, als ich der Hersbrucker und Laufer gegengefahren bin, genau, habe ich sogar einen Klaas Trecker gesehen. Ich habe gedacht, die gibt es hier in, gar nicht. Aber doch, die gibt's. Ja gut, wo, wenn nicht in Europa, ne? In Amerika bestimmt nicht. Da werden sie eher Case oder New Holland fahren. Aber ich habe halt noch echt noch überhaupt keinen gesehen. Ich kenne Klaas nur als Drescherfirma. Oder generell als Landmaschinenfirma, aber nicht ich habe nie einen Traktor gesehen von denen. Aber ja, doch, gestern habe ich einen gesehen. Klaas. War auch 1A des Werks Klaas Grün. Haben wir ein seltener Anblick, ja. Mein Fendt oder Deutz, das sieht man wohl gerade noch. Öfter mal. Selbst ein John Deere. Aber ein Klaas habe ich noch nie gesehen auf der Straße. Gestern habe ich einen gesehen. So, wo sind wir denn? Ah, ja, drüben. Wir müssen noch eins weiter. Gut, gut. Der fährt relativ flott. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit dem anderen? Der fährt, glaube ich, sogar noch schneller. Der 900er Fendt, der fährt 60, glaube ich. Ja, ein bisschen Sprit habe ich nochmal verkauft, deswegen habe ich überhaupt so, nochmal mehr Kohle gekriegt. Und ein bisschen Silage in die Hof-BGA geballert. Ja, dann tank mal ab. So, dann kannst du hier stehen bleiben. Ja, dann habe ich gerade die Tiere versorgt mit Stroh und Gras wieder, damit das etwas besser ist. Und ansonsten, ja, jetzt warte ich hier mal, ich brauche nichts mehr davon. Paletten habe ich nochmal gebracht zur Brauerei oben. Was ich jetzt eigentlich machen müsste, ja, das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, egal, Wasser. Ich müsste noch für Wasser sorgen, nochmal für mehr bei der Brauerei und bei der Bäckerei, weil den Mehl habe ich auch noch aufgefüllt. Dann könnten die beide wieder weiter produzieren, das wäre ganz cool. Hätte ich jetzt mal so nichts dagegen. Ne? Ja, und jetzt werde ich halt mal erstmal dieses Weizenfeld runterdreschen. Und ich hoffe, dass bis heute Abend auch noch der Mais fertig wird. Ich weiß nicht, ob ich den Mais allen als Körnermais... Ja, muss ich wahrscheinlich. Weil ich das Geld noch nicht habe, um mir einen Häcksler zu können. Ja, gut. Dann bleibe ich halt nicht bei 4 Millionen. Ich denke fast... Ja, ich denke fast die Hälfte des Feldes werde ich lieber häckseln. Ja, das muss ich machen. Das kann der Helfer nicht, weil er stört in die Straße. Da stoppt er dann, der Idiot. Stopp. Jetzt bin ich voll reingefahren, oder? Naja, voll zwar nicht, aber ich bin auf jeden Fall reingefahren. Scheiße. Schalt mal an. Ja, dann mache ich nämlich das Stück hier mit dem Kleinen. Mit dem Rüsselmasch. Ein Ostprodukt. Aber nicht schlecht. Ist auch egal. Das Thema hat man ja schon. Ganz am Anfang, als ich auf der nordfriesischen Marsch angefangen habe. Die Ostgeräte sind auch nicht schlechter. Ey, du speicherst wieder. Schon wieder 5 Minuten rum, siehst du? Naja, ist ein gutes Zeichen eigentlich, ein gutes Kennzeichen, gerade mal so. Aber würde ich sagen, das alles ist sowieso... Ach, der hat noch die Straublage, alles gut. Ja, dann werde ich das alles in Komposter batschen. Da kriege ich da auf jeden Fall nochmal Geld für. Ich habe sowieso an der Dieselproduktion in der Raffinerie auch noch Kompost, 182.000. Aber mal während die hier rumdreschen, ein bisschen Kompost einladen. Vielleicht hole ich mir jetzt doch nochmal einen zweiten Wagen hier, zweiten Kipper. Wäre eine Idee von der Größe, wie ich den da drüben habe. Ne? Ja, man sieht ihn gar nicht von hier. Man sieht zwar den Drescher, aber man sieht den Kipper, glaube ich, nicht, oder? Na, ganz schlecht. Ne? Den Trecker sieht man. Na ja, gut. Ja, also, dass ich so einen noch vielleicht noch hole, wäre eine Idee. Denke ich mal. Weil dann hätte ich einen, den ich mit hier zum Abtanken nehmen kann zwischendurch und kann aber währenddessen trotzdem schon mal los und kann ein bisschen was verkaufen. Was kosten denn der... Muss gerade überlegen. Was kosten der Feldhäcksler? Ich muss halt aufpassen. Ein Stück zurückfahren, bitte. Okay, geht. So, jetzt muss ich aber natürlich dieses Zeug hier auch vorfahren. Jetzt ist gerade die Frage, wie mache ich denn das? Ja, jetzt nehme ich erstmal den großen, bitte. Schalten wir den mal ab. So. Weil ich muss ja unten noch vorfahren. Ja, die Strommasten hier, die stören nicht. Die sind ohne Kollision, da kann man einfach durchfahren. Das ist gut, weil sonst wäre das doof. Jo, naja, ich denke, dann lassen wir es hier mal gut sein. Weil das alles mit aufzunehmen ist ein bisschen Quatsch.
Ich hoffe, dass bis heute Abend noch der Mais fertig wird, dann wird das das nächste Video. Also wahrscheinlich dann sogar wirklich bis heute Abend. RL auch, weil das werde ich jetzt nicht mehr alles schaffen. Ja, nicht mal mehr eine Stunde, dreiviertel Stunde muss ich abhauen, arbeiten. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Von mir ist auch mal ein Kommentar, wie eure Erfahrungen sind mit den sogenannten bösen Bikern. Böse Rocker. Also ich habe noch keine bösen Rocker gesehen, tut mir leid. Und ich bewege mich in diesen Kreisen. Und ich unterstütze auch diese Kreise. Gibt da bestimmt auch ein, zwei Leute, die da total dagegen sind. Ja, gibt es bestimmt auch. Weiß nicht, ich habe da eigene Erfahrungen oder glaubt da einfach der Bildzeitung. Kann natürlich auch sein. Könnt ihr von mir aus mal schreiben. Ich bin da offen für Diskussionen. Solange sie konstruktiv und in einem normalen Tonfall sind und nicht irgendwie ein, sonst was für einen Scheißdreck. Weil das braucht man nicht. Man kann ja normal trotzdem reden. Denke ich eigentlich. Gut. Dann bis zum nächsten Part, wo hoffentlich dann Maisernte. Ja, mal gucken, ob ich vielleicht auch schon häcksel. Wäre eine Idee. Ist die Frage, was kostet der Häcksler? Ich brauche das Schneidwerk. Und ich bräuchte eigentlich noch einen weiteren Kipper. Möchte aber nicht unter 3,5 Millionen fallen, damit ich eine Chance habe, das mit dem nächsten Verkäufen dann auch wieder reinzuholen. Puh. Ja, mal gucken. Vielleicht klappt's. Bis denn.